Hey Leute, was geht? Hier ist wieder der Deep Josh mit einem brandneuen Part von Pokémon Hardcore. Im letzten Part waren wir hier stehen geblieben wegen einem Grafikbug und jetzt können wir auch gleich weitermachen gegen den komischen Typ hier. Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich die Liga besiegen könnte. Ja, natürlich, wir fühlen uns dann natürlich auch so stark. Und es hat ein bisschen geleckt, okay. Aber passt ja schon alles. Ach, ein Baldorfisch, okay. Den können wir bestimmt mit Fliegen besiegen. Douglas fliegt in Power. Baldorfisch setzt Walzer ein. Okay, die Attacke ging daneben und hab einmal fliegen. Weiß auch nicht, was das gerade mein PC macht. Ein Volltreffer, perfekt. Baldorfisch wurde besiegt. Douglas erhält EP. Aline hat EP. Und es wird ein Goyking einsetzen. Natürlich wird das Pokémon jetzt wechseln zu Aline. Weil ich mir denke, Aline könnte hier mehr reißen. Weil es hier. Weil es hat. Wassertyp. Okay, einmal Ladungsstoß. Und mal gucken, wie viel wir abziehen. Ah, oh, perfekt. Ist es besiegt worden. So, ACKP für Aline. So, ein Baldorfisch wird in den Kampf gesetzt. Ich will es nicht wechseln. Darum setze ich nochmal Ladungsstoß ein und dann ist es besiegt. Tschüss. Okay. Oh nein, das kann nicht sein. Ja. Das tut mir aber leid. Viel Spaß noch. So. Schauen wir mal. Ach, wieder ein Psycho-Heini. Top-Genesung will ich jetzt nicht verschwenden dafür. Vielleicht komme ich ja an den Typen erstmal vorbei, dass wir uns heilen können. Okay. Ah, gar nicht. Noch ein Sandama. Nein, danke gerade. Ich muss kurz weiter. Es gab hier nämlich so ein Haus, wo man sich heilen konnte. Du suchst doch gerade bestimmt einen Ort, an den du Rast machen kannst. Na, nicht richtig? Na, in Ordnung. Dann lass uns mal hier. Und jetzt, dann packen wir mal eine Pause. Yay! Danke! Vielen Dank, Kleine. In Ordnung, deine Pokémon sind wieder fit. Dann stürze dich wieder ins Abenteuer. Juhu! Können wir auch gleich weitermachen. So. Und den Typen hier. Wow, sieht all die Ohren an. Ich bin beeindruckt. Aber mit alleine scheinst du nicht zufrieden zu geben. Was? Ja. Ich werde nämlich alle 16 Ohren hier fangen. Okay, Anzisiana, perfekt. Pokémon geht. Ah, sie. Ah, scheiße. Okay, wenn ich Glück habe, besiege ich es jetzt. Gut. Ah, und ich darf gleich schon wieder hinlatschen. Yay. Freut man sich ja. Das war ein guter Kampf. Ja, fand ich auch. So, okay. Na, mal gucken. Ein Dodo. Hallo, Dodo. Ja, mal bis. Zurück. Und nochmal bis. Und tschüss. Massig 200 DP für jeden. So. Da muss ich schon wieder zu den Tante hin. Ja, Sisiana gegen einen X-Bot. Oh Gott, nein. Du suchst gerade. Ja. In Ordnung. Ich freue mich auf Besuch. Ja. Und machen wir Pause. In Ordnung. Dann packen wir sie im Fit. Dann stößt sich wieder ins Abenteuer. Natürlich. Aber da. Mal gucken. 36. Ich will alles um Level 40 haben, damit ich am besten durch die Top 4 komme. So. Da du es bisher geschafft hast, musst du gut sein. Also werde ich auch in diesem Kampf alles geben. Okay, wenn du meinst. Dann sag mal, was hast du denn Schönes für ein Pokémon? Ein Pikachu. Oh, bringt der. Ist der sauer gut, ja. Yeah. Okay, Wolfi, du kommst mal raus. Du bist mein. Ah, nein. Natürlich Donnerwelle. Und Donnerblitz. Doppelteam, oh, gar nicht. Ich bin paralysiert und kann nicht angreifen. Toll. Warte mal, die Ernsthaft ver. Okay. Hält sich mal das Pokémon auf Aline. So, Aline, mach du mal. Bringst du es mal zu Ende. Lol. So, einmal zertrümmern. Wieso ging die Attacke wieder schon daneben? Machst du mal bitte, danke. So, die Verteidigung sinkt. Ja, ich hasse diese Attacke. Okay, und wir sind natürlich auch paralysiert. Ein Turtok. Naja, ich will das Pokémon nicht wechseln. Turtok habe ich ja mein Elektro-Pokémon. Oh, Regentanz.
Ladungsstoß und... Ah, nicht ganz besiegt, aber egal. Nassschweif. Au. Danke, dass du mein Pokémon besiegst. Muss ich zugeben. Okay, Darkness, du bist dran. Oh, scheiße, falsche Attacke. Ups, Fail. So, okay, dann probier's mal mit Biss. Okay, schön, geschafft. Dann am Wetter, ja. Du hast meine Pokémon schon wieder alle... Ah, Gott, was ist mit den Pokémons hier los? Dass sie hier unbedingt alles paralysieren müssen und so weiter, das nervt langsam ein bisschen. Aber egal. In Ordnung, nein, Pokémon sind wieder fit. Stürzt sich wieder ins Abenteuer, natürlich. Aber wir schaffen hier fast gar nichts, wenn es so weitergeht hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt... Ah, okay, da komme ich noch nicht lang, okay. Wollte nur kurz checken, ob ich da lang kann, okay. So, nächster... Nur wenn du harte Kämpfe bestreitest, zeig dich deine wahre Stärke. Natürlich! So, dann zeig mal. Alles unser 10, ja, perfekt für mich. So, dann mal fliegen. Dann habe ich oben, Säure ging daneben. Was, warum setzt du auch noch die Giftattacke gegen Gift-Pokémon ein? Kingler, da will ich natürlich das Pokémon gegen Aline wechseln. Weil Aline kommt ja besser gegen solche Pokémon klar. Und Schutzschild, natürlich. Okay, Schutzschild, ist ja so eine Attacke, die einen vom Attacken beschützt, aber je nachdem, wie oft man diese einsetzt, desto öfters kann sie failen. Okay, einmal Kaskade. Das bringt eigentlich nur was, wenn man den Gegner vor vergiftet. Ansonsten bringt Schutzschild nichts. Oh, du bist stark, anhat. Nee, nein, danke. Ah, ich verstehe. Sag Bescheid, was du deine Meinung änderst. Okay. Ah, ich verstehe. Ja. Ich will hier erstmal durch. Lebendig. Ohne Probleme. Ich treffe die Vorbereitung für die Pokémon-Liga. Das mache ich auch. Und, was meinst du noch? So, okay, ein Parasekt. Das ist ein Gift... Käfer-Pokémon. Deshalb ist ja auch Fliegen sehr effektiv. Ein Enteron. Na, ich glaube bei Pokémon. Enteron von Typ... Ah, okay, das ist anscheinend nur Wasser. Trotzdem kann es Psycho-Attacken. Und das ist das doof gerade. Aquana. Ja, okay, ich wechsle das Pokémon ausnahmsweise. So, Aline, du bist dran. Da, einmal Donnerschlag. Na, oh, es hat nicht gereicht. Oh Gott, eine Sandwirbel. Bist du echt... Ah, und Surfer. Okay, dann einfach mal... Darf ich auch irgendwann mal eine Attacke treffen? Danke. Und das hat... Hat noch nicht mal was geholfen. Oh Gott, nein. Aber zumindest Level 39, das passt ja. So, ich habe es vermasselt. Ja, natürlich hast du es vermasselt. Und wir kriegen wieder massig Geld. Okay. Ich gehe nochmal wieder zurück. Kurz Pokémon ein. Ah, Gott, ne. Und wenn wir gerade dabei sind, kann ich noch kurz hier den Aprikotbaum einmal schütteln. Und wir haben einen Aprikot Blue bekommen. Yay! Das ist doch super gelaufen. Hier ist ein Aprikot. Da trägt keine Früchte, natürlich. So, haben wir schnell unsere Pokémon mal wieder hoch. Ja, ich bin ein bisschen übervorsichtig gerade, aber wenn man hier ein bisschen trainiert, kann man ja ruhig ein bisschen öfters zu Pokémon Center gehen. In Ordnung, der Pokémon sind fit. Stößt sich wieder zu. Vor allem, wenn die Gegner Pokémon immer überleben müssen und dann einen richtig reinhauen müssen. So, hallo, Kleine. Was geht denn ab bei dir? Ich habe gegen einen rothaarigen Trainer gewonnen. Er war irre stark, aber ich hatte den Eindruck, als wolle er um jeden Preis gewinnen. Sein Pokémon tut mir leid. Ach, das tut mir auch leid. Dass du gegen den kämpfen musstest. Aber es tut dir auch bestimmt leid, gegen mich zu kämpfen. So, einmal fliegen. Agilität, oh nein. Ah, okay, es steigert zumindest nur seine Initiative. Das kannst du mir auch... Oh, Ranne. Nein! What? Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, habe ich es eigentlich recht easy. Okay. Ich habe einfach kein Pokémon irgendwie. Okay, Wolfie, du kommst raus.
Ladungsstoß. Autsch. Das tut weh. So, einmal Flammenwurf. Und tschüss. Ja, das Ding wurde besiegt. Darkness hat seine EP. Und es setzt wieder Galopp ein. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln auf Dash. Und diesmal setze ich Kaskade ein. Zum Glück hat Stampfer uns nicht zurückstrecken lassen. Und wir erreichen Level 39. Was will man mehr? Du kämpfst sehr gut. Willst du noch mal eine Ehre weisen? Ja. Gegen dich. Auf diese Weise könnte ich meine Fähigkeiten. Okay. Nein. Ich will dir meine Nummer nicht geben. Ausnahmsweise mal. Das ist schade. Sag mir Bescheid, wenn du meine Nummer erinnerst. Das sagt er irgendwie jetzt jeder. Okay. Top Elixier. Damit können wir unsere Attacken wieder komplett auffüllen. Das ist sau praktisch. Ja, und ich gehe wieder zurück. Nach jedem Trainerkampf gehe ich irgendwie zurück. Das ist ein bisschen bitter. Aber ich muss das machen, weil ich keine Tränke dabei habe. Sonst würde ich das auch nicht machen. Okay. Auf mich. So. Vielen Dank. In Ordnung, dein Pokémon sind wir jetzt fit. Ja. Wenn man schon kein Pokémon Center in der Nähe hat, kann man auch das Haus mal benutzen. Das ist sau praktisch, das Haus. Bin ich der Meinung. Vor allem, wenn man vergisst, Tränke zu kaufen. Hallo. Hier dürfen nur Trainer, die sich als widrig erweisen haben, passieren. Das ist ja aller Ort von Johto. Hier, bitte nimm du das durch. Mann, Julia, nerv nicht, bitte. Siegestraße. Das wird Spaß hier. Ach, Pokémon, möchtest du stärker einsetzen? Natürlich. Auf geht's. Wifi, mach mal bitte. Oh. Wieso komme ich da jetzt nicht durch? Okay, du sollst es umkehren, solange du kannst. Was hast du vor? Es geht nach Kanto. Auf diesem Weg kannst du im Augenblick nicht nehmen. Ja. Hm? Ja. Ach, jetzt ver... Ah, okay, ich verstehe das Rätsel jetzt. Ah, Mann, bin so dumm. Ich muss es nach oben schieben. Na, z. Okay. Oh, passt. Wifi bringt uns immer weiter, ja. Oh Gott, ne. Dumm fahren. Als Glück ist es... Warte, das war... So, Dash, du bist dran. Furienschlag. Oh mein, muss da nicht so nerven. So. Okay, Kaskade und schieß damit. Aline hätte auch noch mal EKP. So. Item nehmen. Du bist viel zu stark gerade. Item geben. Wo bist du denn? Ey, Petala. Ja, sollen die ausgetauscht werden? Natürlich. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Da trainiere ich ein bisschen Douglas und danach kommt Wolfie dran. Dann passt ja alles. Okay, was haben wir hier noch? Ein Dornfahren. Hallo, Dornfahren. So. Einmal Kaskade. Gewissheit. Autsch. Okay, Clearshot. Tschüss. Man sieht sich. So. Also der Stern sieht... Nee, okay. War anscheinend nichts dran. Okay, was haben wir denn hier noch? Ein Goldbart. Hallo. Lawine. Komm, Wusch dran. Na klasse. Okay, bei dem Goldbart, da sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Dass ich nichts Falsches mache. Okay. Wett? Wett? Will man mich... You kidding me, oder? Du hast mir nicht ernsthaft einen Trank gegeben. BTF. Da fühle ich mich ja gerade ein bisschen verarscht. Ah, noch ein bisschen. Oh, Kampfwurst da. Ah, er bringt nichts. Bringt definitiv nichts gegen den zu kämpfen.
Dann setze ich dem den Trank ein, den wir gerade bekommen haben. So, 20 HP mehr. Yay. Und nie wieder gegen Goldbart kämpfen. Das bringt sich überhaupt nicht. Okay. Ein Dumpfahn. Yay. Hallo, Dumpfahn. Kaskade. Das ist sehr effektiv. Oh. Au. Das tut weh. Das hat echt weh. Muss ich zugeben. Das tat weh. Leber, Protein, Feuerheiler, Calcium. Ah, okay, ausnahmsweise. Ich wollte jetzt nicht wieder zurücklatschen. Und Dash wollte ich noch ein bisschen trainieren. Das ist das Problem gerade. Ach, ich laufe natürlich falsch rum, oder? Oh, ein Rihorn, hallo. So, einmal Kaskade für dich. Tschüss. Und Masse KP. Okay. Ich muss anscheinend einen anderen Weg gehen. Und wen ist da wieder nur ein Trank? Dann raste ich aus hier. So, ich bin entkommen. Kein Bock mehr auf diese Goldbats hier. Sind einfach nur nervig. Dinger. Okay. Ein Hyperheiler. Okay, das sieht schon mal viel besser aus als so ein dummer Trank, ernsthaft. Okay, da können wir nicht lang. Als Glück ist es hier alles einfacher. So, ah, wir haben noch Stöcke offen, okay. So, holen wir uns den Top-Leber. Den können wir immer gut gebrauchen für die Top 4. So, ein Goldbad. Nein, danke. Muss nicht sein gerade. Es muss nicht sein. Ah. Kein Goldbad, bitte. Es bringt ja sowieso nichts, gegen das Ding zu kämpfen. Schlag mich sowieso dann selbst. Okay, da kommen wir nicht lang. Und der Stein sieht hier verdächtig aus, ist aber nichts drin. Okay, da ist auch nichts. Okay, dann gucken wir mal hier weiter, ob wir hier was Gescheites finden. Okay, wir müssen also da hoch, okay. Dann gehen wir mal hier einfach mal hoch. Ah, und hier geht's dann runter, okay. Juhu. Autsch. Und da ist schon ein Stein, der uns im Weg steht. Okay, hallo Dumpfahn. Einmal Kaskade für dich. Furienschlag, ah, toll. So, ich will noch ein bisschen Clearschein setzen, damit ich nicht meine ganzen Wasserattacken verschwende. So, was kriegen wir denn hier gleich nochmal? Ein Rihorn, hallo. Dann Kaskade. Tschüss. Man sieht sich, so. So, einmal einsetzen. Ich darf hier auch nicht failen. So, okay, geschafft. So, jetzt mal das Item holen. Top Genesung. Oh, was will ich mal, für was will man mehr? Wenn man hier schon so viele geile Items findet. So, okay, einen Dofan wieder. Einmal Kaskade. Na, nicht ganz Gewissheit. Naja, wenn du meinst. So, Klingelstab beendet das. Und wieder Masse KP. Okay, hier ist anscheinend nichts. Der Stern sieht trotzdem ah, ja, okay. Irgendwie finden wir hier keine Items. Oh, ein Georock. Warte mal kurz. Georock. Ach, da setze ich meine Lawine ein. Tschüss. Einfach mal eine Abwechslung. Statt immer Kaskade einzusetzen, kann man auch Lawine einsetzen. So. Und hier müssen wir wahrscheinlich einen Stein reinwerfen, oder? Nein, Goldbad, bitte. Nein. Hau ab. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ach, hier kommen wir doch lang. Ich dachte, man fällt hier runter. Oh, hallo Onyx. Wie geht's dir? Ach ja. Es hat ja hohe Verteidigung, soviel ich weiß. Aber bringt sowieso nichts. Gegen Wasserattacken. So. Ach, Onyx. Okay, haben wir Ladie. Ah, Sandsturm. Meinst du das wirklich? Ah, gar nicht. Okay, doch, Kaskade einsetzen. Lawine bringt irgendwie gar nichts gegen das Ding. Ah, oh, gar nicht. Ein Schritt und schon kommt das nächste Pokémon. Okay. Kaskade. Ach, tschüss. Oh, Darkness erreicht Level 38. Das ist gut schon.
Ah, da hinten ist der Ausgang. Und wir haben auch noch einen Hyperball gefunden, den wir eigentlich gerade gar nicht gebrauchen können. Aber besser als nichts. Komme ich da überhaupt zum Ausgang hin? Ich weiß es gerade nicht. Ja, der Ausgang ist so nah, aber bestimmt so auch fern. Oh mein Gott. Wo muss ich jetzt runter? Das ist die große Frage. Ach, einfach auf gut Glück. KP Plus, yay. Okay. Ah, ich sehe es schon. Ich habe also doch den richtigen Weg gemacht. Genommen. Ach, habe ich eigentlich Zertrümmler dabei? Ja, müsste eigentlich. Komme ich auch zu diesem Item da hinten? Das wollte ich nämlich noch mitnehmen. Ja, ich will Zertrümmler einsetzen. So, Aileen, beeil dich mal. Und gleich ein Kampf. Was haben wir denn Schönes hier? Ah, hallo, Kleinstern. Einmal Lawine für dich. What? Erdbeben, ernsthaft? Okay, bringt sich definitiv nicht, gegen das Ding zu kämpfen. Okay. Nochmal Zertrümmler. So. Nochmal Zertrümmler. Und schauen wir mal, was wir hier. Ah, Mann. Ich wollte gerade nur gucken. So, haben wir Kaskade. Und tschüss. So, dann müsste ich Level abkriegen, Level 40. Perfekt. Finsteraura ist eine schöne. Ist eine schöne Unlichtattacke, aber derzeit kann ich das nicht gut ver. Oh nein, falscher Weg. Ja, nicht so schnell! Erzähl mir nicht, du willst dich an der Pokémon-Liga versuchen. Wieso willst du sonst auf den Ausgang der Siegestrahl zu halten? Ist es dir aufgefallen, bis jetzt hat es sich hier nicht ein einziger Trainer blicken lassen? Hm, ich sag ja. Die greift links und rechts den Schlendrian um sich. Um dich freut. Das womöglich auch noch. Immerhin hattest du es sonst kaum bisher geschafft. Aber auch damit kann es jetzt vorbei sein. Denn ich werde dich jetzt faul. Ja, okay. Dann sag mal, Marcel, was hast du denn heute zu bieten? Muss das jetzt unbedingt noch sein? Ach, und nicht Pokémon. Ach, ne. Also wechsle ich lieber das Pokémon kurz mal. Zaki. Den habe ich kurz vom Bill geholt in Dokatia City. So, Wolfie, du bist dran. Dann zeig mal, was du kannst, Wolfie. Finte. So, zünden wir mal das Ding an. So, nochmal Biss. Leute, hat nicht gereicht. Ernsthaft? Da hätte ich lieber bei Flammenwurf bleiben sollen, hm? Natürlich, bei Goldbutter setze ich lieber Aileen ein, weil die hat, glaube ich, einen höheren Initiativwert. Und warum kommt der eigentlich mit 6 Pokémon an? Das ist ja echt gemein. Okay, so ist paralysiert. Was will man mehr? Okay. So, das haben wir besiegt. Meganier. Da brauche ich mal Douglas. Das ist, glaube ich, das Beste gegen einen Meganier. Okay, einmal fliegen. Da fliege ich hoch. Reflektor erhöht seine Verteidigung. Blättertanz. Ah, tut zumindest nicht so viel weh. Trotzdem spamme ich hier noch ein bisschen Fliegen. Weil sie wahrscheinlich gleich selbst noch verletzt. So, es setzt keine Heiltränke ein. Oh doch. Eine Genesung setzt es ein. Aber ist dann auch egal, weil wir einen Volltreffer gemacht haben. Oh, Masse KP. Kadabra, da bleibe ich lieber bei den Pokémon. Ups. Fail. Reflektor, hm. Immer noch mit der Verteidigung. Zielstrahl. Au! Okay, ich bin zumindest schneller als das Ding. Darum kann ich mit Fliegen das Ding noch besiegen. Weil Douglas braucht Masse KP. Giftzahn. Wie viel zieht das ab? 50? 55? Weiß ich, mit hoher Fahrt. Wo ist das Fliegen? 90. Ach, wenn schlecht, brauchen wir sowieso nicht. Giftzahn ist immer gut. So, am Magneton.
bräuchte Wolfi dafür. Aber Wolfi sieht nicht gerade so gut aus dafür. Okay, Lukas, komm du mal raus. Ich brauche dich mal ganz kurz, um hier durchzukommen. So, Kapiolung. Ich habe nur einen Top genesen. Den muss ich jetzt für Wolfi ansetzen. Okay. Dann passt das ja. Funkensprung. Ja, vielfach Schwäche und Lukas ist besiegt. Okay. So, Wolfi. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht hier, ich an dem Ding. Wir gehen auf Nummer sicher mit Flammenwurf. Oh, ne. Natürlich. Okay, Funkensprung macht zum Glück keinen Schaden. Das ist gut, ja. So, ein Apollo. Okay, Dash, du bist dran. Du müsstest eigentlich gegen den Apollo richtig gut ankommen. Na gut, du scheinst es sich durch Glücks gebracht haben. Okay, einmal Knirscher. Und besiegt. Perfekt. Perfekt für uns. Es konnte dich nicht besiegen. Nicht einmal mit allem, was ich hatte. Diese Eigenschaft, die mir fehlt und die du angeblich besitzt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was der Drachenprofi gemeint hat. Ja, ein Teil wird nach Hause geschickt. Mein Traum, der weltbeste Trainer zu werden, habe ich nicht aufgegeben. Wart's ab. Ich finde schon noch raus, warum ich dich nicht klein kriege. Und dann fordere ich dich heraus. Spätestens dann werde ich dich mit all meiner Macht in den Staub zwingen. Pflege dich als schon mal schönes Zeug. Okay. Du meinst? Oh Gott, jetzt kommt noch ein Pokémon, was rumdenken will. Okay. Warte mal kurz. Nein, definitiv nicht. Nein, du nicht. Kein Goldbad, bitte. Indigo Plateau, yay! So, und einmal schnell zum Pokémon Center, yay! Unser Pokémon mal fix wieder hoch an. Okay, ich nehme deinen Pokémon vom Ende meiner Obhut, yay! Dün, 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 dün. Danke, dein Pokémon ist dir topfit. Warum denkst du die sich eigentlich immer? Habe ich nie verstanden. Okay, willkommen, kann ich helfen? Kaufen. Hypertrank. Wie viel will ich von denen? Ja, also 25 müsste erstmal reichen. An Hypertränken. Top Genesung. Würde ich sagen, nehmen wir uns 10 mit. Man kann ja nie wissen. Gibt's noch wo? Na, kaufen. So, was haben wir denn hier noch? Also zwischen den Kämpfen kann man auch noch einen Hyperheiler gut gebrauchen. Okay. So, wir haben noch 15.000. Wie ich sagen, können wir uns noch ein paar Top-Genesungen gönnen. Ja, 5 Stück. Dann passt das ja. Dann haben wir unser ganzes Geld ausgegeben für irgendwelches Zeug, was wir nicht brauchen. Okay, passt schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Hard Gold. Und dann werden wir die Pokémon Liga besiegen. Okay, und bis dann. Ciao, euer Didip Yoshi. Bla bla blub 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 blub. Und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Part und ciao.